Cedric Gebhardt von den Ruhrnachrichten. Ja, hallo zusammen. Ich möchte noch einmal ganz kurz wegkommen, bevor wir weiter über Personal und das Sportliche sprechen und über gestern Abend plaudern mit Ihnen. Da hat der TV Total den Beitrag ausgestrahlt rund um den Fake-Bus. Herr Rose, wie stehen Sie dazu und wie geht der Verein womöglich auch damit um? Es steht ja offensichtlich eine lebenslange Sperre, lebenslanges Stadionverbot für Sebastian Puffbach im Raum. Wie ist die Reaktion vom Verein darauf? Also bevor Presse, ich würde schon gerne meine eigene Meinung dazu sagen. Ja, dann mal los. Lebenslange Sperre, okay, alles klar. Ja, also ich finde, es ist ja schon eine witzige Idee irgendwo. Und ich glaube, dass auch viele drüber gelacht haben. Und man muss auch mal ein Stück weit über sich selber lachen können. Meine Tochter hat mich angerufen und gesagt, Papa, von Weitem sah der echt aus wie du. Also haben sie das ja ganz gut hinbekommen. Und ja, ich finde schon wichtig, dass man, ja nochmal, dass man über sich selber ein bisschen lachen kann, über andere, dass man das auch ein bisschen locker nimmt, eine witzige Idee und den Mut muss man auch erstmal haben und das dann umsetzen. Ich persönlich habe es nicht gesehen, noch gar nichts davon in irgendeiner Form gesehen, wäre es mir mal anschauen. Alles andere entscheiden die Sportgerichte. Oh. Da haben wir Erfahrungen gemacht. Also erstmal, lieber Sebastian Puffpaff, die lebenslange Sperre, die hast du dir selber aufgebrummt. Das hat mit uns mal gar nichts zu tun. Also wir haben dieses Urteil nicht gesprochen. Ich weiß nicht, woher es hast. Das ist immer so eine Sache mit den Fake News. Wir sind gerade in der Prüfung dieser ganzen Angelegenheit und ohne Anhörung geht bei Borussia Dortmund da sowieso nichts. Wir sind ja kein Schurkenstaat. Ja? Also das steht definitiv mal noch aus. Und ja, manchmal kann man das ja auch mit 1.000 bis 2.000 Sozialstunden abhandeln für die Stiftung Leuchte auf oder so. Vielleicht geht dann auch was, aber ich möchte dieser Anhörung auch nicht vorweggreifen. Da sind dann doch wichtigere Leute am Start. So, und jetzt Spaß beiseite. Natürlich hat das auch eine ernste Dimension. Ja, also zum einen weiß jeder, dass wir ein bisschen sensibel sind und das aus gutem Grund, wenn es ums Thema Bus geht. Und das andere ist, dass da offensichtlich war, dass es einen Sicherheitsleck bei uns gab. So, daran sind wir selber schuld und das müssen wir schließen und für alle hier, das werden wir auch tun. Der Verantwortung sind wir uns auch bewusst. So viel dazu. Alles gesagt, jetzt glaube ich, können wir uns wieder mit dem VfL Bochum beschäftigen. There's no time for reasons. I've been flying from town to town.